I could find some way constitutionally to do away with it, I would. Thank you very much, Mr. Zappa. You understand that the previous witnesses were not asking for legislation, and I don't know, I can't speak for Senator Hollings, but I think that the prevailing view here is that nobody's asking for legislation. The question is just focusing on what a lot of people perceive to be a problem, and you've indicated that you at least understand that there is another point of view. Ich denke ja sowieso, dass Gewalt immer eine Möglichkeit sozialen Handelns ist. Ja? Und an der Stelle, wo es um direkte Konkurrenz um Ressourcen geht, können Gesellschaften sich so weit entwickelt haben, wie man sich es nur vorstellen kann. Am Ende, wo es um das Überleben geht, ist Gewalt immer die erste Option und ist auch natürlich die durchsetzungsfähigste Option. Und wenn es tatsächlich darum geht, wie jetzt in Ländern, in denen es große Überlebensprobleme gibt, da können wir natürlich mit unseren zivilisatorischen Instrumenten der Mediation, des Diskurses, der Verhandlung und sowas nicht allzu viel ausrichten. Das steht alles in einem Zusammenhang, ja, der sich bei Ihnen in Ihrem Buch hier festmacht in Darfur. Mhm. Ja, als ein erstes Beispiel, ja, für etwas, was in Dauerkriegen enden kann. Ja, also aus meiner Perspektive ist der Krieg in Darfur der erste Krieg, den man direkt auf die Klimaerwärmung beziehen kann. Das ist der springende Punkt. Es übrigens wird inzwischen von der UN auch als Klimakrieg bezeichnet. Und das hat man lange Zeit nicht gesehen, weil man sich angewöhnt hat, solche Konflikte als ethnisch motiviert oder durch korrupte Administrationen verursacht oder sonst was zu verstehen oder durch kompliziertere Angelegenheiten. In Wirklichkeit ist die Konfliktursache eine ganz einfache. Und die besteht darin, dass die Wüstenbildung in Richtung Süden in der Region rasant voranschreitet. Und das schon seit einigen Jahren. Und dieser Vorgang wird durch die Klimaerwärmung auch verstärkt. So, und nun muss man sehen, dass dort etwa 80% der Bevölkerung direkt vom Land leben. Subsistenzwirtschaft. Ackerbau und Viehzucht. Aber die Viehzüchter sind nomadische Viehzüchter. Und es ist klar, dass die prinzipiell beide Gruppen um diese Ressource Boden konkurrieren. Das geht gar nicht anders. Das ist ein austariertes und eigentlich kompliziert zu balancierendes System, auch historisch immer gewesen. Das man übrigens in jedem Western kennt. Zum Beispiel, genau. Ja, Siedler, die glorreichen Sieben und so weiter. Viehherdenbesitzer. Ja. Genau. Das ist eigentlich genau ein ganz klassisches Modell und es ist auch sehr einfach, dieses Modell. Es führt nur dann zu unlösbaren Konflikten, wenn die verfügbare Ressource Boden immer weniger wird. Da braucht man keine große Analyse dafür, das ist dann einfach zu wenig und die beginnen zu konkurrieren, schärfer, um diesen Boden und zwar aus ganz konkreten Überlebensnotwendigkeiten. Es geht ja hier nicht um die Maximierung von materiellem Reichtum, sondern es ist die untere Grenze, wo es sozusagen um das pure Überleben geht. Da sind Konflikte völlig naheliegend und es gibt keine Konfliktregulierungsmechanismen. Das ist das Komplizierte. Die traditionellen Regulierungen, die über die Clans und die Chefs immer gewährleistet gewesen sind, sind im Zuge der Modernisierungsprozesse, funktionieren die nicht mehr. Man hat versucht, das zum Teil durch eher westlich orientierte Rechtssysteme zu ersetzen, aber die Staatlichkeit dort ist ja ohnehin praktisch nicht vorhanden. Also gibt es diese Mechanismen nicht mehr. Und jetzt hat man einen ganz komplizierten Vorgang, in dem dieser Konflikt, der da ist, praktisch wiederum eine Ressource wird, die von anderen Akteuren genutzt werden kann. Also da treten diese sogenannten Warlords, private Kriegsherren auf. Also wie eine Superinfektion, ja? Also parasitär. Setzen sich da nochmal wieder Interessen drauf, genau, auf den Grundkonflikt. Genau, es entsteht ein gewaltoffener Raum. Aufgrund der fehlenden Staatlichkeit sind auch die normalen Organe, die so etwas regeln würden, Polizei, Militär und so weiter, nicht vorhanden. Und in diesem gewaltoffenen Raum kommen jetzt Leute, die im Grunde genommen aus ganz verschiedenen Interessenlagen sich diesen Konflikt zunutze machen.
Und ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, gibt es im Grunde genommen kein Halten mehr. Deshalb ist für uns als Zeitungsleser im Westen es auch immer so schwer zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Wenn die Journalisten sehr bemüht sind, den Konflikt darzustellen, sehen sie plötzlich in einem Absatz 10 verschiedene Akteure und sie wissen überhaupt nicht, welche Rolle spielt eine Befreiungsarmee, welche Rolle spielt eine andere, welche Rolle spielen die Regierungstruppen und so weiter. Das wäre aber für einen Journalisten aus London, der 1860 den Wilden Westen bereist, zunächst nicht anders. Könnte er würde sein, Pistoleros sehen, ja. Organisierte Schießer. Ja. Er würde Viehherdenbosse sehen, die scheinbar nicht kämpfen, aber natürlich die bezahlen. Ja. Er würde Siedler sehen, die sich wehren und dann auch aggressiv werden und selbst Pistoleros Nachwuchs bilden. Mhm. Ja. Und so weiter. Wäre undurchschaubar. Ja. Und erst wenn der Gouverneur eine Truppe schickt, ja, und das gibt es hier nicht in Darfur, ja, nicht, würde das einfach gewaltsam pazifiziert. Das wäre eigentlich die Möglichkeit, überhaupt zu intervenieren, weil es gibt ja noch einen Unterschied zum Western oder zu Konflikten dieser Art, gibt es ja noch einen Faktor der Intervention, das ist die sogenannte humanitäre Intervention. Und auch hier ist das Ganze eine sehr prekäre Angelegenheit, weil die Kriegsparteien, diese diffusen Kriegsparteien, sich die humanitäre Intervention selber zunutze machen, um ihre eigenen Truppen zu versorgen, um die Güter zu verkaufen und sonst was. Das heißt, das, was sozusagen als guter Wille oder wie immer man das interpretieren mag, reingespielt wird nur zum Vehikel, wird sozusagen wird ein Motor, um die ganze Sache auch weiter mit am Laufen zu halten. Und insofern ist es natürlich, sind diese Kriege dieser Art ein Beispiel dafür, wie vernetzt die Welt ist tatsächlich. Das ist jetzt ein trivialer Satz, aber er wird an solchen Ereignissen ungeheuer deutlich und wichtig, meines Erachtens nach. Und der andere Aspekt, und darauf haben andere, Mary Kaldor und Herfried Münkler und sowas, ja lange hingewiesen, diese Kriege haben kein Ende, weil keiner der Akteure, bis auf die leidende Bevölkerung, auch nur das allergeringste Interesse daran hat, dass diese Konflikte zu Ende gehen. Man lebt vom Krieg. Ja, und wenn er zu Ende ist, ist das Geschäft zu Ende. Das ist das Problem. Das ist eigentlich so, wie Bert Brecht den 30-jährigen Krieg beschreibt. Genau. Ja, genau. Oder Courage. Ja. Ja? Und das ist etwas ganz Bitteres, denn andere Kriege brennen aus durch ihre eigene Gewalt. Ja. Wenn der Krieg sich eine absolute Vorstellung von seiner Macht macht, dann führt die Realität wieder dazu, dass er sich vermindert. Dass er sich vermindert oder dass ein dritter Akteur auftritt und der Sache ein Ende macht. Das ist die andere Variante. Also nicht Clausewitzscher Krieg ist das hier. Genau. Sie sagen da etwas, was mich sehr schockiert hat, nämlich es gibt ein Eigentum, um das gerungen wird in Notzeiten. Ja, nicht? Ich will meine Herden da haben, wo du deinen Acker hast, also werde ich dich enteignen. Das ist die erste Eigentumsebene. Aber die zweite heißt, ich pflege meinen Acker dadurch, dass ich andere töte und dadurch Acker herstelle. Ich pflüge sozusagen, indem ich töte. Ja, also das ist eine, wie soll man sagen, ich beschäftige mich mit diesen auch Bezeichnungen für das, was man für die eigen aufgewendete Gewalt nimmt als Bezeichnung. Deswegen, weil daran deutlich wird, dass die Leute, je nach der Gesellschaft, aus der sie kommen, bestimmte Konzepte natürlich für das haben, was sie tun. So wie sie zum Beispiel in Ruanda ein Konzept von Feldbestellung gehabt haben in der Ausübung des Genozides. Also die Gegner, die Tutsi in dem Fall, die umgebracht worden sind, hatten den Status von Ungeziefer. Aber ursprünglich waren sie aber Herren. Ursprünglich waren sie mal Herren, aber sozusagen in der Metaphorik oder in der sprachlichen Benennung dessen, was sie sind. Unkraut, das vom Acker Kleinen, entfernt gehört. Die Kleinen sind, also die Kinder, deshalb müssen die auch umgebracht werden, sind halt Unkraut. Und die Großen sind Schädlinge, wenn man es jetzt mal so sagen will. Die Bezeichnungen sind in sich noch differenzierter. Aber das Töten zum Beispiel wird auch als Schneiden bezeichnet. Das heißt, man schlägt das Korn, was nicht dazu gehört, einfach weg. So, was ist daran interessant? Das Interessante daran ist, dass es ein kulturelles Konzept gibt, was es den Leuten plausibel macht, dass das hier quasi das Feld bestellt werden muss. Und Feld bestellen in dem Falle heißt, dasjenige vernichten, was eigentlich die erfolgreiche Feldbestellung behindert in der Perspektive. So, und da kann man jetzt diverse Parallelen herziehen. Man kann die ganze Ungeziefer-Metaphorik in der Nazizeit in Bezug auf die jüdische Bevölkerung verwenden,
auch die Verwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln zur Vergasung und sowas. Sie können die ganze Geschichte hindurch vergleichbare Konzepte finden. Mich interessieren die deswegen, weil sie für die Beteiligten Sinn machen, einen bestimmten Sinn herstellen. Ja? Die verstehen ihre Welt innerhalb dieser metaphorischen Begrifflichkeiten oder Rahmensetzungen und das hat verhängnisvolle Folgen. Und wenn wir von außen das Ganze betrachten, tragen wir andere Kategorien daran. Zum Beispiel solche moralischer Art, zum Beispiel solche oder der Empörung. Araber gegen Afrikaner. Das heißt, wir bilden Analogien. Genau. Ja? Ja, und die sind häufig irreführend, diese Analogien. Und der für mich wichtige Aspekt dabei ist, dass solche Konflikte von außen betrachtet eben aufgrund dieser fehlgehenden Analogiebildung irrational aussehen, unverständlich, bizarr, exotisch. Wenn man wirklich menschliche Eigenschaften untersucht, so wie Lévi-Strauss das täte, ja, nicht, sind sie nicht irrational? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Sie sind allein in der Außenperspektive irrational. Für die Leute, die in der Situation sich selber befinden, von macht jedem Gemeinwesen her gesehen sind sie irrational. Ja. Aber unter dem Gesichtspunkt der Emanzipation ohnehin. Aber unter dem Gesichtspunkt der Nicht-Emanzipation und der Not, mhm, ja, sind sie rational. Ja, und es muss noch nicht mal, wie schlüssig, das nationalsozialistische Beispiel zeigt, muss noch nicht mal Not die Ursache dafür sein, sondern es kann ein bestimmtes Konzept von Welt dem zugrunde liegen, was für die Beteiligten Sinn macht. Und dann setzt es genau das frei. Wobei ich bei der Transformation des sozialen Raumes durch Gewalt oder durch Terror eben auch hervorheben möchte, dass Gewalt nicht destruktiv ist, für diejenigen, die sie ausüben. Ja. Ja? Also man kann das zum Beispiel am modernen Terrorismus zeigen, dass sie die Gesellschaften stark verändert, die sie treffen wollen. Also Gewalt ist etwas, was die Sicherheitspolitiken der betroffenen Länder verändert. Es ist etwas, was die Beunruhigungsvorstellungen der Einwohner der betroffenen Gesellschaften verändert. Es ist etwas, was die Bilder vom anderen verändert. Das heißt, Gewalt ist natürlich für diejenigen, die sie ausüben, ungeheuer konstruktiv. In direkten Gewaltkonflikten übrigens auch. Ja? Es ist eine vollkommen unterbelichtete Komponente von Gewalt, weil man sie immer als destruktiv betrachtet. Das ist sie aber nicht. Destruktiv ist sie für die Opfer. Das ist gar keine Frage, weil die werden zerstört oder beschädigt. Für diejenigen, die es ausüben, hat es hochgradig strukturierende Kraft und sie verändern eben den sozialen Raum, in dem sie sich bewegen. Das ist der springende Punkt. Ja. Jetzt haben Sie ja die ganze Zeit noch eine zweite Ursachenkette, ja, der Konflikte und des Dauerkriegs, nämlich die Klimaverschlechterung. Und da sagen Sie wiederum, das Klima, die Klimaveränderung ist blind. Sie trifft nicht die Verursacher, ja, oder beziehungsweise sie weiß nicht, ob sie Verursacher oder Opfer trifft. Ja. Und das macht die Sache noch mal noch böser, weil die stärksten und mittelstarken, die Schwellenländer und die großen Industrieländer, ja, die Klimaveränderung mitverantworten, es aber dort gar nicht alleine trifft. Na, im Gegenteil. Also man kann ja wirklich das so schlicht und ergreifend sagen, dass diejenigen, die am wenigsten zur Verursachung beigetragen haben, am meisten unter den Folgen zu leiden haben. Und das in zweifacher Hinsicht. Deshalb ist das ganze Thema auch nochmal sozial und politisch hochbrisant. Die doppelte Hinsicht ist nämlich die, sie werden am härtesten getroffen. Es geht auch unmittelbar dann an die Überlebensmöglichkeiten, wie im bereits diskutierten Beispiel. Und diese betroffenen Gesellschaften haben die geringsten Bewältigungskapazitäten. Da gibt es keinen Katastrophenschutz, da gibt es keine Versicherung, da gibt es alle diese Dinge nicht. Also wenn eine umweltbedingte Katastrophe in Europa stattfindet, dann sind die Dinge versichert. Es gibt Kompensationszahlungen auf EU-Ebene, es gibt Ausgleichsmöglichkeiten und so weiter. Alles das gibt es dort nicht. Das heißt, die Tiefenwirkung dieser Umweltveränderung, dieser durch klimabedingte Umweltveränderung, ist ungeheuer groß. Ja, plakativer gesagt, das, was gegenwärtig an Ungleichheit in der Welt existiert, und das ist eine historisch gewachsene Ungleichheit, wird durch die Klimaerwärmung vertieft. Wie würde Hobbes das betrachten, wenn Sie ihm das vortragen, was in Ihrem Buch steht? Ein Mensch ist des anderen Wolf, sagt er. Ja, ich glaube, er würde das mit Skepsis betrachten, diese Form von Analyse. Und zwar deswegen, weil meine Form, diese Konflikte zu betrachten und zu verstehen, zu versuchen, ja sozusagen nochmal durch die Optik der
Subjekte durchläuft. Ja? Und das wäre ein Aspekt, der jetzt in so einer Theorie wie von Hobbes nicht vorkäme. Ja? Sondern das ist, und das ist, glaube ich, auch ein Problem in der Betrachtung solcher... Ich würde es einfach sagen, gewöhnt euch das ab. Ja. Ja? Da, wo Stammes oder wo eine Gesellschaft zerfällt, soll Territorialstaat hin. Ja? Also wenn das wieder Kolonien werden, wäre die Sache gelöst. Mhm. So würde Hobbes sagen. Ja, vielleicht. Ja. Das kann aber nicht durchführen. Ja. Es gibt keinen, glaube ich, in der Welt, der das vorschlägt. Obwohl man das gerne als Lösung wahrscheinlich so im Sinne hätte. Ja, ja. Repressiv, ja, aber nicht anwendbar. Ja. Ich glaube, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie solche Formen von Konflikten und Konfliktdynamiken zu stoppen wären, dann müssen wir die Optik ganz anders einstellen auf diese Konflikte. Das ist der springende Punkt. Ich glaube sogar, man muss ja sehen, viele dieser Dinge finden jetzt innerhalb hochmoderner Konstellierungen statt. In der globalen Perspektive findet übrigens auch der Darfur-Konflikt natürlich in einer extrem hochmodernen Konfiguration statt, ja. Und wir kommen, glaube ich... Durch China, USA, Konflikte und so weiter. Ja, und auch durch die humanitäre Hilfe, alles dieses. Ja. Und sie kommen ja überhaupt auch in diese Situation häufig nur aufgrund der Kolonialgeschichte. Und sie der könnten alle Elemente eines solchen Kriegs in einem großen Hotel in Khartoum, ja, ja, vorfinden. Genau, das kann man tun. Und das macht eine Qualität aus, die in der bisherigen Betrachtung solcher Kriege und Konflikte nicht gesehen wurde. Das ist der springende Punkt. Und am Ende würde nämlich dabei rauskommen, dass wir solche Konflikte nur reflexiv verstehen können. Nämlich unter Beitrag unserer eigenen Gesellschaften, Habitusformen und so weiter. Und, dann kommen wir zu den Osterinseln zurück, unter Beiziehung dessen, was wir nicht sehen. Ja, verlaufen diese Dinge. Und insofern ist ein Konflikt in Darfur, ja, ist ein Konflikt in Darfur auch ein Konflikt für uns. Das ist eben nichts außen. Das ist der springende Punkt. Und ich glaube, wenn man die Dinge so betrachtet, kriegt man einen anderen Switch in die Sache, den auch ein Carl Schmitt nicht sehen konnte. Ja? Klarerweise. Also sowieso das prinzipielle Problem, dass der eigene Standpunkt immer derjenige ist, der sehr schwer in die Gesamtfiguration einzubeziehen ist. Jetzt gibt es hier eine Metapher, wenn ich so sagen darf, ja, die bei Ihnen recht leitend ist. Ja? Das Fleisch deiner Mutter hängt zwischen meinen Zähnen. Ein Spruch, der kommt von der Osterinsel. Das ist wie alle Vielfalt in der Evolution sich auf Inseln besonders entwickelt, mhm, ja, nicht? In der Isolation, ja, entwickelt sich die Wahrheit der Menschheit, sagen Sie, ja, nicht? Hier am Beispiel der Osterinsel, beschreiben Sie das einmal. Naja, ich habe dieses Beispiel der Osterinsel genau deswegen, wie Sie eben schon sagen, genommen, weil es eben eine Insel ist. Deshalb ist die Osterinsel auch beliebt bei allen... Die ist um 3000 Kilometer oder mehr, ja, von jedem nächsten, genau, Inselsystem oder Festland entfernt. Die Besiedlungsgeschichte ist relativ gut erforscht. Es war lange Zeit ein Rätsel, wieso diese Kultur untergegangen ist und wieso sie, das ist ja noch etwas Interessantes, sozusagen nur ästhetische Relikte hinterlassen hat, also sozusagen die höchste Kultivierungsstufe ist das, was übrig geblieben ist bei dem Ganzen. Diese großen Figuren. Ne? Diese großen Steinfiguren, die, so wie man es mittlerweile betrachtet, auch der Schlüssel zum Untergang dieser Kultur gewesen sind, weil der Aufwand, um diese Figuren zu produzieren, zu der ökologischen Katastrophe dort geführt hat, des Abholzens der vorhandenen Wälder und den ganzen Folgen mit der Bodenerosion und so, die daraus resultierten. Das heißt, eigentlich hat die höchste Kultivierungsstufe dazu geführt, dass die Lebensgrundlage verschwunden ist. Das heißt, um jetzt, also das ist eine Gesellschaft von, sagen wir mal, 62 Clans oder 12 Clans. 12, ja. 12 große Stämme, ja. Ja, die einander konkurrieren oder bekämpfen. Ja, und die haben eine religiöse Idee gegen die Nöte, die sie offenkundig haben. Und die Gefahren, die sie selbst verbreiten durch ihre Kriege, ja, diese Megalithen, also diese Riesenfiguren, aufzustellen und holzen dafür die ganze Insel ab. Ja, und mich hat dabei die Frage beschäftigt, wieso sehen die Zeitgenossen nicht, was sie tun? Das ist ja jetzt mal sozialpsychologisch, kulturwissenschaftlich die interessanteste Frage überhaupt. Wer sieht eigentlich in einer Gegenwart das, was er tut und was es für Folgen haben wird? Das ist eine hochspannende Frage. Ja? Man kann ja sagen, die sind ja völlig verrückt, sowas zu tun. In der Rekonstruktion der zeitgenössischen Perspektive wird man Rationalität darin erkennen können, sozusagen, was ihre Weltwahrnehmung angeht. Und mein Stamm hat einen Vorteil, ja? Wenn wir diese Religionen, ja,
dieser Religion frönen, ja, ja, das durch ist, diese Riesenbauten. Ja. Und so, das ist ja im 10. Jahrhundert nach Christus, nicht? Das heißt, die Zeit, in der auch die großen gotischen Dome entstehen. Ja, da könnte man natürlich die komparative Linie in vielerlei Richtungen ausziehen. Und ich glaube, man würde immer die gleiche analytische Perspektive anwenden können, nämlich das, was nehmen Menschen wahr? Ja? Und was interpretieren sie dann? Wie interpretieren sie diese Wahrnehmung? Sie können ihren Untergang nicht sehen. Sie können den Untergang nicht sehen. Ja. Und das finde ich hochspannend. Ja? Und jetzt, wenn man jetzt den Transfer in die Gegenwart oder in dieses 21. Jahrhundert mal weiter erzählt, und diese Menschen, ja, nicht, das ist eine verkümmerte Folge von Generationen ohne jedes Palmengebiet und ohne Holz sozusagen, ohne Lebensmittel. Ja, nicht? Und das wird von Westen jetzt entdeckt im 18. Jahrhundert. Genau. Und zwar mit großer Erschütterung, weil man nicht weiß, was passiert ist. Es ist ja eine surreale Szenerie. Man kommt auf eine unbebaute Insel, fast ohne Vegetation, ein bisschen Gras, keine Tiere. Verängstigte arme Menschen. Wenige verängstigte, verkümmerte Menschen und diese riesigen Skulpturen. Das ist natürlich, ich meine, das ist im Grunde genommen so surreal, dass es natürlich Generationen von Leuten beschäftigt hat, was da vorgefallen sein mag. Das ist Oswald Spengler, ja? Nicht der Untergang des Abendlandes auf der Osterinsel. Ja, es ist vielleicht der Untergang von ambitionierten Kulturen überhaupt, ja? der dort zu sehen ist. Natürlich wird es auch weiter noch lange Streit darüber geben, was jetzt dann schließlich der ausschlaggebende Faktor gewesen ist. Aber im gegenwärtigen Stand der Debatte ist es halt so, dass sie praktisch ihre eigenen Ressourcen systematisch zurückgebaut haben, um im Grunde genommen Statusgewinne zu erzielen. Das ist der springende Punkt. Man muss das überlegen bei so einer Kultur, die sehr stark darauf basiert, Fischerei, Fischfang und so weiter. Wenn man die Bäume abholzt, hat man irgendwann kein Holz mehr, um Boote zu bauen. Ja. Und dann kommt man nicht mehr raus und dann kriegt man natürlich weniger Lebensmittel und so weiter. Ja. Und der kämpferische Elan, in dem dieser Untergang produziert wird, ja, kollaborativ, ja, das ist in dem Satz, das Fleisch deiner Mutter hängt zwischen meinen Zähnen. Das ist so ein Satz aus einem der Epen dort. Ja, das ist im Grunde genommen sowas wie eine Beschimpfung. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gilt die sogar heute noch. Also wenn man jemanden besonders beleidigen will, dann verwendet man diese Invektive. Und die hat natürlich ihre Ursache in der absoluten, im buchstäblichen physischen Niedergang der Person. Also aus den Konflikten wird über Kannibalismus berichtet. Und eine kulturelle Spur des Kannibalismus ist so etwas wie diese Beleidigung. Ja? Also es taucht im Grunde genommen auch in der Gegenwart noch auf, diese historische Tiefenerfahrung dieser absoluten Gewalt oder eines vollkommen anomischen Krieges. Ja. Und das ist in Ihrem Buch sozusagen das Menetekel, ja? Ein Beispiel. Sie sagen nicht, so ist die Welt, ja? Sondern das ist eine Schrift, die wir lesen können in der Geschichte, ja? Ja? Wie es sein kann. Ja, nicht? Und an der wollen wir uns jetzt mal messen. Ja? Das ist mehr eine Maßeinheit als eine Aussage. Ja, sicher, natürlich. Und zwar unter verschiedenen Aspekten. Eben einerseits unter dem Aspekt, dass die ihren eigenen Untergang nicht sehen, aber eifrig daran arbeiten, in dem vollen Bewusstsein gar nichts in Richtung Untergang zu tun. Dass auch hier der Aspekt drin ist, dass Gewalt das letzte Mittel ist, sowieso. Und dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern eine extrem wichtige Komponente eben sozusagen die emotionale Energie ist, die man da in solche Strategien hineinsteckt. Ja? Und das ist Ganze nicht böse, sondern familiär, um ein Beispiel zu sagen. Die ist sicherlich nicht böse. Ich meine, nichts in dem Sinne in sozialen Zusammenhängen ist böse. Das Problem ist, dass man unerwartete Handlungsfolgen permanent produziert.